Wer die vorherige Folge nicht gesehen hat, der Camper Tobias Sulzimus, ich fange mit der gleichen Einstellung an, wie ich dieses Auto oder das Auto vorher beendet habe. Weil, liebe Zuschauer, ich hier, und wie gesagt, immer deswegen, weil es eben eine kleine Serie anscheinend geworden ist. A96 HB, das ist der Terrestra, der 7er BMW, am besten für 2, aber auch für 4, eventuell sogar für 6 zu befahren. Aber es ist ein Weight Watchers Auto, wenn sie auf 3,5 Tonnen sind. Die beiden habe ich gerade verglichen hier. Hier ist der 5er Touring BMW. Das ist jetzt keine unterschwellige Werbung für BMW. Ich will Ihnen nur damit die Klassifizierung bei Eura mal ein bisschen näher bringen. Beide 7 Meter lang, beides Alkoven. Aber natürlich der eine ein bisschen mehr Zuladung, der andere wesentlich mehr Qualität, kann man jetzt auch nicht sagen, weil der ist auch gut. Ja, aber wie es halt zwischen 5er und 7er BMW ist, von allem noch ein bisschen mehr. Nicht länger, nicht breiter, etwas höher. Aber einfach ein Terrestra und kein Profiler. So ist es. Der Terrestra 96 HB. Schauen Sie übrigens das Video vorher an, wenn Sie sich für den Activa One interessieren oder nur mal hier Kontakt haben wollen. Maxi-Fahrwerk für die, die neu zuschauen. Da schauen die Felgen so aus. Deswegen zeige ich die Felge nochmal. Das ist seit 2016 leichte Erkennung beim Fiat-Chassis. Wann sehe ich, dass es ein Maxi ist? Und wenn es ein Maxi ist, kann er bis 4,25 Tonnen aufgelastet werden. Jetzt bin ich mittlerweile so ein bisschen Freak, was LED angeht, LED-Beleuchtung, teste auch die Kamera damit ein bisschen und ich schalte es ja immer ein, weil es einfach schön aussieht. Oh, da ist ein Fliegenleichnam noch drauf. Der hat ziemlich alle Pakete. Der ist 150 PS stark, was durchaus reicht für dieses Fahrzeug. Hat eine Hängerkupplung, hat Schalter, Sechsgangschalter, hat das Prestige-Paket, sehe ich auf dem Scenic oder am Scenic-System mit den Doppelaugen-Rückfahrkamera, wie ich sie immer nenne. Ganz unverbindlich, entgegen der Herstellerangaben, keine Ahnung, wie die das titulieren, ich sag das so. Der hat keinen Reservereifen, ein fixen Tireset, hier Aufbautür, einfahrbare Stufe auch von der Fahrersitzposition aus, Markise, natürlich Seitzrahmenfenster, Stützen hinten, das sieht man an den Löchern da hinten, da, genau, da kann man die Kurbel reinstecken und hochkurbeln. Maße, technische Daten, Angaben, bitte gucken. Und zwar im Internet auf mobile.de oder über unsere Homepage. Der Alkoven sieht ein bisschen anders aus als beim 96 HB, anders angefahren, das ist Stilsache dann. Da oben hat er mal noch LED-Lichter im Aufbau. Hier diese Positionslichter, sagt der Segler oder der Schiffer, und ich weiß gar nicht, ob es der Autofahrer auch sagt, aber auch LED. Das ist ein flotter Wagen mit dem 15er Facelift vom Fiat Ducato, ist das Ganze ganz hübsch geworden. Da kann man auch einen Alkoven anschauen. Ich bin da ganz persönlich jetzt in meiner Meinung, wenn nicht jeder sagt, ich will diesen Pickel auf der Nase haben, aber alles in allem macht es einen eleganten Eindruck. Die waren früher weitaus hässlicher. Oh, da lehne ich mich wieder weit zum Fenster raus, aber es ist so. Ja, lackiert die Stoßfinger vorne, macht einen guten Eindruck, das Auto. So, jetzt zur Geschichte dieses Autos. Dieses Auto wurde bei uns verkauft auf einer Messe letztes Jahr an einen Kunden und dann gab es da mit der Finanzierung Probleme, da haben wir das Auto wieder abgeholt. Ganz einfach. Jetzt hat es einen Haltereintrag, ist keine 4 Monate alt, glaube ich. Müsste dann auch in den technischen Daten schauen, bitte. Hat 2173 Kilometer drauf, ist neu. Das kann man mal so sagen, gut, es ist jetzt ein Gebrauchter, weil, ja, aber vom Zustand her ist er neu. Den können wir genauso wieder übergeben, wie wir vor 3 Monaten schon mal übergeben haben. Können Sie sich gerne mal schlau machen, wie das hier ausschaut. Klimaautomatik, Scenic mit Navi, Rückfahrkamera drin. Wir haben diese Doppelaugenkamera, von der wir gerade gesprochen haben. Da zeige ich Ihnen das Live-Bild vom Platz hinter uns. Geht dann einmal drauf, wir kriegen es gut hin in die Kamera, ja, jetzt passt es. Bluetooth-Freisprechanlage, CD-MP3, USB-Anschlüsse, modernes, was will man zum Scenic sagen, eins der meisten verkaufte Reisemobil-Navigationssysteme. So, Gaskasten, Wasser, alles können Sie hier anschauen. Also das ist jetzt ein kurzer Rundumschweif um dieses Auto, um Ihnen zu zeigen, dass er gut ist, schön ist, Anhängerkupplung dran. Den 150 PS ziehen Sie da locker in einen 2-Tonnen-Hänger, was beim Alkoven dann auch Schluss mit lustig heißt. Man könnte aber eventuell auflasten, eben auf 4,25 Tonnen fahren, dann nochmal Luftfahrwerk rein hinten und dann könnten Sie quasi auch die Anhängelast erhöhen für den gebremsten Hänger. Ich glaube bis 2,5, ich glaube nicht bis 3 Tonnen. Da gibt es sicherlich auch wieder irgendeinen Spezialisten, der das kann, aber dann ist gut. Also 2,5 Tonnen gebremst, passt. Dann hat er sich einen Laderaumteppich reingelegt, der Kunde. Der Teppich innen, glaube ich, wurde noch nie benutzt. Der schaut immer noch aus wie original verpackt. Der ist übrigens nur im Sommer gefahren. Und einmal war er am Nürburgring und wieder zurück. Da ist historisches Rennen gewesen. Keine Ahnung. Wie auch immer, nur dass Sie eine realistische, reale Geschichte sehen.
Also hier Feuerlöscher drin, nochmal so ein Thule Staufach-Dingsbums. Und jetzt kommt der Anruf rein, da hat sich schon jemand beschwert, dass ich das nicht einmal abschalten kann. Ja, mein Gott, das ist real life, da kann einmal das Telefon klingeln. Das passiert genau, wenn Sie sich mit jemandem unterhalten. Habe ich jetzt abgelehnt, rufe aber dann gleich zurück. Stützenkurbel, Markisenkurbel, Bremsschuh, Steckdose, Beleuchtung, zweite Klappe. Durch die ich jetzt gerade reinschaue auf der Fahrerseite. Hinten ein Fahrradträger für 4 und das ist jetzt das Terrestra-Heck. Und da drüben sehen wir dieses Auto hier. Das ist noch der Activa One, das ist jetzt das Activa-Heck. Und hier haben wir jetzt das Terrestra-Heck, massiv. Übrigens, ich habe es auch jetzt gesagt und habe es bestätigt in Leserbriefen, Foren und auch sogar in einem Zeitschriftenartikel gelesen, diese einteiligen Heckgeschichten aus Folge-FK. Wenn Sie jetzt ein komplettes Bauteil hier hinten haben, jo, das reißt ein Loch in die Kasse, wenn ich jetzt hier einen kleinen Ditch dran habe und das Auto heile sehen möchte. Diese Endstücke sind mehrteilig. Das heißt, Sie können hier das ganze linke Teil austauschen, Sie hören es auch, ja. Hier ist es verschraubt. Sie können die Seitenschwelle austauschen, Sie können die Stoßfänger austauschen, Sie können das Mittelteil getrennt austauschen und oben ist auch nochmal die Dachschiene, wo Sie auch nochmal extra austauschen können. Also ich rate ab von diesen kompletten Mittelteilen. Das ist teuer. Aber wie gesagt, dieses Auto ist ja neu. Wir machen, wenn Sie wollen, trotzdem nochmal einen TÜV drauf, wobei das auch nicht erforderlich ist. Gasprüfung, TÜV, alles wie es auch ist. Ja, müssen wir mal Stützen, könnten wir mal herzeigen. Stützen, da unten sind Stützen drin. Da sehen Sie die Stützen, das sind sogenannte Kurbelstützen, die klappt man runter, also kurbelt man runter durch dieses Loch. Tja. Wenn Sie reinschauen wollen, zeige ich Ihnen das auch noch. Hier von der anderen Seite die Tür mit Anschlag und große Garage. Das Bett können Sie, das ist ein Habi-Auto, ein Heckbett-Auto, also Habi heißt in dem Fall nicht Hubbett. Dann können Sie das nochmal hochklappen hier. Mit diesen Holzkeilen, da geht man zu zweit rein, das ist überhaupt nicht schwer, man muss nur gleichmäßig machen und dann haben sie das Bett so erhöht, dass sie hier volle Ladehöhe haben von der Klappe. Riesen Bikes reinbringen, E-Bikes, Steckdose haben wir auch gesagt. Terrestra üblich, Zugang in den thermotechnischen Doppelboden, sage ich jetzt mal. Ja, kleiner Verbesserungsvorschlag hier wäre mal, sehen Sie, wenn ich die Klappe runter mache, schlägt es hier an. Also das macht sich meistens der Nutzer hier irgendwie einen Silikonstreifen hin mit transparentem Gummi. Da gibt es da Sachen, die nie verkleben, aber hochrobust sind, dann federt das ab, dann schlagen Sie sich auf die Dauer nicht hier am Schweller die Klappe an. Verbesserungsvorschlag direkt an eurer, das kann man wirklich für einen Cent machen. Ja, ich finde immer was. Aber das soll auch so sein und das ist realistisch, leichtbar. Auch die Hersteller sind irgendwann einmal am Ende der Möglichkeiten und Kapazitäten. Terrestra auch wie beim Schwester oder beim kleineren Modell, der kürzere 6 Meter hier, nochmal ein Zugang unter der Treppe. Und bei dem 570 HS Schwesterfahrzeug gibt es auch Videos, finden Sie da die Technik drunter. Also jetzt nicht erschrecken vor der Historie, das Auto hat einen Neupreis von ca. 77.000 Euro gehabt. Listenpreis, Listenneupreis und jetzt sehen Sie das e-mobile.de, was er kostet. Der ist jetzt absolut realistisch, der Wertverlust ist weg für Sie. Fahren aber trotzdem ein Neuwagen, also bis auf die 2173 Kilometer. Da sehen Sie auch Terrestra, da ist wesentlich mehr drin und dran. Hier auch von den Sitzbezügen hier mit diesem Textilleder, Kunstleder, ist wirklich kein schöner Begriff. Hat er nicht verdient. Da haben wir noch. Zweite Sitzecke. Gut, das sind jetzt hier 4 drin, sprich 2 auf der Rücksitzbank und 2 von dem Fahrerhaus, wie üblich. Gegen die Sitzbank sind wir gerade gefragt worden, weil schon jemand da war wegen dem Auto, obwohl es noch nicht im Internet stand, aber es ist halt hier ein Platz Bewegung drin. Hier einen zusätzlichen Bock einbauen, das könnte man machen. Bock heißt bei uns, diesen sehr nett schwer Gurte reinzuschrauben, aber Sie brauchen natürlich eine Haltevorrichtung, die auch mit dem Chassis verbunden ist. TÜV, und das ist ganz massiv und schwer, das wiegt glaube ich knapp an die 40 Kilo, dass Sie hier nochmal 2 Beckengurte installieren können. Und das ist ein massiver Eingriff in so eine Fahrzeugtechnik, das heißt, das kostet richtig Geld. Ich glaube nicht, dass 2.500 Euro reichen dafür. Also ich würde sagen, abschminken. Es ist so. Sie können es gerne machen, Gottes Willen, wir wollen Ihnen das schon verkaufen, aber realistisch sind wir auch hier. Und auf das legen wir Wert, dass das wirklich immer die Kirche im Dorf bleibt. Also sage ich Ihnen so, wie es ist, da können Kopfstützen hin, etc., etc., eher 3.000 Euro. Ich möchte aber niemanden verschrecken, das ist so. Jetzt ist das Fahrzeug ja zugelassen für 4 Personen auf 3,5 Tonnen. Das geht nicht. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also das geht schon, aber das müssen Sie dann entscheiden.
Der ist fast voll, Weight Watchers Fahrzeug. Der steht mit 3190 Kilo im Fahrzeugschein. Und wenn wir realistisch sind, haben wir mit Reisevorräten und dem Durchschnittsfahrergewicht 76 Kilo und der Gasflasche und dem vollen Dieseltank wahrscheinlich 3,5 Tonnen schon erreicht. Das sagen wir auch ganz ehrlich, es bringt ja nichts. Sie fahren sowieso auf die Waage. Also von dem her, wurscht, ich möchte es eh noch machen mit dem Auto, schicke ich jetzt den lieben Günther mal rüber auf die Waage. Der fährt mir den einfach nochmal zum Nachwiegen hin. Es wiegt ja alles was. Das ist Qualität und muss man ein bisschen was in die Hand nehmen hier. Jetzt haben wir das Bett hochgemacht, haben auch schon ganz oft gezeigt, dass man sich eben den Kopf nicht anhat, wenn man hier drin ist. Der hat dieses mega Panoramafenster über dem Kopf. Das ist schon cool. Wenn Sie hier jetzt liegen mit der Sonne und so in der Früh aufwachen, schieben das Solo zur Seite, sonst ist es stockdunkel und dann Blick in den Himmel. Na Schatz, wie ist das Wetter heute? Jo, schön. Das ist natürlich das Coole am Alkoven. Vier Leute haben da bequem Platz. Hinten sieht man auch, das ist ganz andere Tischplattenqualität auch von der Leiste, wie man es dann beim Aktiva verbaut, weil der Aktiva einfach mal 15.000 bis 20.000 Euro günstig ist, obwohl er die gleiche Länge hat. Aber hier ist es halt alles noch exquisiter. Die Badlösung, hier normale Schlagtür drin, massiv. Dann mit der Dusche drin auf 7 Meter, die durchaus reicht auch für größere, dünne, große, dicke, wie auch immer Menschen. Badfenster. Bad, wo man sich wirklich bewegen kann, großer Spiegel, gute Beleuchtung. Dann haben wir den mega großen 190 Liter Kühlschrank drin hier. Brauchen wir nicht mehr erklären, zigmal erklärt. Bitte schauen Sie sich die Videos an, wenn Sie wirklich ins Detail gehen wollen, oder kommen Sie natürlich auch her. Dann erklären wir Ihnen das. Die Klappen, die Schlösser, das ist alles mehr. Aber nicht, dass der Aktiva schlechter wäre, aber Sie kriegen immer mehrere Kategorien. Das ist klar, wie es der Geldbeutel hergibt. Trumadur-Kontrolle mit automatischer Umschaltung, Crash-Sensor, ISX, ja. Dann muss er an Strom, den müssen wir jetzt dann durchladen. Ich habe den natürlich jetzt für Sie ein bisschen mit Strom versorgt, und also noch nicht versorgt, der steht noch autark. Der hat eine neue Batterie drin, der kommt jetzt dann an Strom. Hier das Terrestra-Bedienpanel mit Außenbeleuchtung, Wassertank. Aha. Dann haben wir ein fähiges Truma Classic Display im aktiver Wand. Vorher war es noch nicht Classic, Entschuldigung. CP Plus, das ist die Version 2.16 aufwärts. Und vorher gab es eben ein analoges Drehrad, wie es halt üblich war. Schön ist auch diese Reflexion, vor allem in der Nacht, wenn Sie die ambiente Beleuchtung anhaben, da sieht man richtig, richtig schön was rüberkommen. So. Kleiderschrank wieder auch mit unbedingt herzeigen. An der Position der Heizung hat sich gegenüber dem Aktiva Bahn gar nichts geändert. Hier unten ist die Heizung. Mit Frostschutzcontrol, Frost Control von Trumar. Übrigens gibt es ja jetzt diesen Truma Leveler, der kommt saugut an, wir haben jetzt schon ein paar bestellt, 2,99 mit der Einet-Box zusammen, das ist ein Hammerpreis. Bitte melden bei Freizeit Steiner, wir werden zwar ein bisschen Lieferzeit haben, aber das Ding ist cool, und frage mich bei Truma, warum der jetzt so günstig geworden ist, weil die Einet-Box vorher schon wesentlich mehr gekostet hat alleine und 150 der Leveler läuft. Da fällt mir gerade ein, dass ich bei Truma anrufen muss und fragen muss, ob man auch zwei Leveler einbauen kann. Das heißt, einmal anklipst dann die Gasflaschen und dann mit der App auch die zwei Flaschen kontrollieren kann. Aber ich denke schon. Es haben auch einige Anfragen gehabt über diese Kombination Truma, eben den neuen Level Control, den ich für sehr praktisch halte. Ich habe mir auch einen besorgt, habe am meisten gesagt, komm, muss ich euch erstens vorführen, wirklich, und vor allem möchte ich wissen, ob alles so funktioniert, wie es der Hersteller versprochen hat. Aber ich denke nicht, dass Truma mit irgendwas in Serie geht, was nicht vorher ordentlich geprüft worden ist. Jetzt sehen wir zum Abschluss noch was, da nehme ich sie noch ganz kurz mit, weil da machen wir noch so einen kurzen Platzlauf drauf. Draußen, hier liegt der Schlauch rum, hier wird gearbeitet, der Günther sitzt da vorne, der Kaffee steht halb getrunken hier und ist kalt vom vorletzten Auto. Und heute kommt noch raus ein Avanti M. Und da gebe ich euch einen kurzen Einblick, weil der Avanti M immer wieder schön zum Anschauen ist. Der ist kurz und knackig, ein 18er Modell, nein, 17 verkauft worden, jetzt frisch geliefert zu uns auf dem Hof. Heute übernimmt ihn der Kunde bei diesem strahlenden Wetter in Sulzimos. Und mit einer schönen klassischen Innenausstattung. Frisch geputzt und gewienert. 13er kommen die Herrschaften. Und da können wir nochmal reinschauen. Kurzen Blick rein. Wir gehen ja in keine Kundenautos mehr rein. Also wir natürlich schon, aber der Kunde, wenn jetzt kommt, ist eindeutig zu. Dann ist nicht zu betreten, da geht nur noch der Kunde mit uns rein. Hier Kompressorkühlschrank. Ems haben wir auch schon ein paar vorgestellt. Da liegt unser Rettungsset drin, das müssen wir mal mitgeben. Radio läuft, Gas getestet, Dieselheizung hat der. Und na, dann wünschen wir den Herrschaften heute Nachmittag viel Spaß.
Und wir haben jetzt was Neues gemacht. Wir haben der Camper Markus und der Camper Tobi ein Einweisevideo gemacht, ein Übergabevideo, wie wir halt die Autos hier an den Kunden aushändigen, an einem Euromobil Profiler 27 Kubi Modelljahrgang 2017. Und den haben wir exemplarisch für alle genommen, weil sie alles sehr ähnelt von der Bedienung her. Und das ist so gut eine Stunde und 20 Minuten langer Dreiteiler, 1 plus 2 und Dreiteiler geworden. Und den können Sie sich anschauen, den werden wir heute Abend dann freischalten. Das ist das erste Mal, dass ich mich ein bisschen Schnitt versucht habe, aber das trotzdem wirklich sonst durchläuft. Es gibt eben nur ein kleines Intro und ja, da bin ich schon mal gespannt, wie das ankommt. Schaut bitte wieder rein. Und ich bin wieder da, ich melde mich wieder hiermit zurück aus Sulzemoos, so richtig ganz. Wir haben jetzt erstmal alles aufgearbeitet, was von der Messe noch da war oder sind noch dabei, es aufzuarbeiten. Und jetzt hat es ein paar Tage geregnet, trotzdem war viel los. Aber wir sind wieder eingenordet auf Sulzemoos. Histocap Fahrerlager 2017, ich glaube das war am Nürburgring. Also da war der Teresta 96 HB mal. Und mit diesem schönen Bild auf diesem schönen Aufkleber, ich glaube den kann man sogar dran lassen, melde ich mich wahrscheinlich am Sonntag wieder zurück, wenn das Wetter nicht so schlecht ist, aber eine Reihe von Fahrzeugen, da die ich euch gerne zeigen würde. Und ansonsten mit lieben Grüßen von allen nochmal, dem ganzen Team, danke für alles, für die Unterstützung draußen, für die vielen Zuschauer, gerade während der Messe, wow, jetzt haben sich die Zahlen wieder stabilisiert, aber auf einem ganz anderen Level, als wir hier losgefahren sind. Aber es sind natürlich jetzt nicht mehr so viele Menschen am Tag, das ist klar, weil man muss ja was nachliefern. Und ich hoffe, ihr schaut gerne wieder rein und grüßt viele, viele hundert total liebe Bekanntschaften und jeden Zuschauer einzeln damit. Und schaut Andrew Titten an, der hat jetzt 10.000 Subscriber gemacht. Also klar, man setzt sich ja Ziel und ist natürlich toll, wenn die Abonnentenzahl hochgeht. Und ja, ich wünsche euch was, sonst kann ich wieder nicht aufhören. So ist doch das immer das Gleiche mit dem Camper Tobi. Also, Servus aus Sulzemoos, bis bald. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und weiter campen. Jetzt kommt der Herbst, der Winter, da ist es besonders schön. Tschüss.